Dann kriege ich wahrscheinlich sogar 50.000 Rio. Ja, komm, wir versuchen es nochmal. Vielleicht muss ich am Ende dann doch noch ein bisschen riskanter machen. Um dann da nochmal das ein oder andere Power-Up zu erwischen. Ich weiß aber nicht, ob ich irgendwie mal downgeslowt wurde. Ich glaube nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob man verkacken kann. Ihr habt nichts gesehen. Ich resette das nochmal. Ich weiß aber auch nicht, ob man... Darauf bin ich nämlich gerade gecrashed. Ich habe geguckt, ob wenn man ein Power-Up einsammelt, ob dann die Zeit so kurz stehen bleibt oder sowas. Ich glaube aber nicht. Aber ich bin sehr sicher, der Rekord des Baumkletterns, ich hatte, ist 1,9. Und ich muss irgendwie versuchen, unter diese 1,10er-Marke zu kommen. Niemals. Niemals. Niemals eck ich da an. Kacke. Ärgerlich. Ja, guck mal, es ist schon wieder so kacke platziert. Mann. Da muss man ja timemäßig richtig perfekt sein, ey. Genau. Ah, jetzt krieg ich wieder 15.000 Rio. Scheiße. Mann. Wieder katastrophal. Ich weiß aber nicht, ob ich nochmal an diese 1,9er Zeit anknüpfen kann. Weil da muss man ja timingmäßig alles hinkriegen. Und ich habe wohl noch so unbewusst das Pacing und das Timing von Storm 1 drin. Was bedeutet, dass ich mich geistig umgewöhnen muss und... Falls ich nochmal in meinem Leben Storm 1 spielen sollte, diese Baumklettern-Scheiße, dann ja, verkacke ich da schon dann übelst. Also man muss quasi tatsächlich einmal, man muss genau so abbiegen in die Seitenteile teilweise, dass man durch diesen Stamm durchklippt. Mit dem perfekten Timing. Und das zu meistern wird schwierig für mich. Wahrscheinlich wird es helfen, wenn ich den Emulator in Zeitlupe abspielen lasse. Aber das wäre ja Quatsch. Guck mal, habt ihr das gesehen? Ich habe es timingmäßig eigentlich schon so gut gemacht, wie ich es konnte. Und dennoch hat es nicht gereicht. Von daher... Nee, das wird nix. Aber das hat gereicht, ne? Ich verstehe, wer will manchmal. Ja, das hat wieder nicht gereicht. Das hat auch nicht gereicht. Das ist dumm. Es ist dumm. Ich verfluche das Baumklettern-System des Spiels. Das ist bei Storm 1 ja so viel besser gelöst. Und ich glaube, bei Ultimate Ninja 3 gibt es auch Baumklettern. Ich bin jetzt aber nicht sicher. Okay, ich mache jetzt noch ein einziges Mal. Aber nicht mal... Na, mache ich es wieder gemütlich, sag ich mal. Das heißt... Wie bei der 1,10er-Zeit vorhin. Einfach durch,
nicht alles mitnehmen wollen, sondern einfach nur steady anstatt fast. So, letztes Mal. Müsste dann auch, glaube ich, das 10. Mal sein, wenn ich mich nicht täusche. So. Noch eine 1-10er-Zeit wäre nicht schlecht. Oh, das ist riskant, was ich da mache. Ja, jetzt habe ich wieder Pace verloren, scheiße. Yo! Ekelhaft. Es wird eine 1-11er. Oder so, alleine dadurch, dass ich da gerade Speed verloren habe. Das wird sich äußern. Oh, ich dachte schon, da wären zwei wieder zusammengeschlossen. Und ich hätte verkackt. Oha. Obwohl das kein guter Run war, trotzdem 1-10. Ich mach's nochmal. Ich gebe nicht auf. Ich schaff das. Ich packe die 1-9, Freunde. Ich packe das. Und außer, dass ihr euch jetzt wahrscheinlich gerade langweilt, und es tut mir auch leid, aber ich bin entschlossen, das zu schaffen. Ohne Firlefanz. Einfach durchpacen. Ich weiß auch nicht, ob man Speed verliert, wenn man die Richtung ändert. Also ob man dann schneller Speed verliert. Come on. Also wie gesagt, das war gerade kein guter Run und trotzdem 1-10. Also ist es machbar. Es ist machbar, es muss machbar sein. Hätte ich wahrscheinlich gebraucht, oder? Habe ich Speed verloren? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht ein bisschen. Zu früh. Nein. Ich möchte jetzt nur noch den perfekten Run ansteuern. Mach einfach Sakura. Ich schaff das. Ich glaube an mein Nindo, an meinen Ninja-Weg. Ich müsste damals auch ziemlich viel Zeit verbracht haben, um zu versuchen, diese 1-9 zu knacken. Aber ich glaube, ich habe es einfach nie geschafft. Und ich weiß auch nicht, ob es überhaupt machbar ist. Wahrscheinlich schon, wenn man wirklich perfekt macht. Gucke ich auch, glaube ich, nachher auf YouTube nach. Hat mich selber interessiert. Normalerweise würde ich wahrscheinlich noch so rechts auf diese Baumkarte gucken! Ich hab's nicht gemacht, aber ich sage nur. Wahrscheinlich würde ich rechts auf diese Baumkarte gucken. Aber ich war gerade so fokussiert. Und dann war ich doch zu gierig. Tja, ihr wisst ja, was das heißt. Vielleicht noch ein Versuch. Immerhin kriegen wir noch die 30.000 Rio. Ausgezeichnet Job. Ja gut, wenn wir rechnen pro Fehler so 5 Sekunden Abzug oder 4-5 Sekunden Abzug und dann noch die Zeit,
um wieder vom Gehen zum Rennen zu kommen durch das Power-Up. Ach, man, ärgerlich. Come on. Ich muss die 1-10 knacken. Ich muss mein Ich von damals stolz machen, wo man noch ein Jungspund war, wo man noch die Reflexe eines Adlers hatte. Keine Ahnung, ey. Warum ich damals so viel besser daran war. Ich glaube, da habe ich auch nicht so viel Übung gebraucht oder so. Da habe ich es einfach nach kurzer Zeit direkt gekonnt. Ich meine, wie alt war ich damals? Das war ja, wie gesagt, so 2006. Da war ich 10. Heute bin ich 24. Da hat man schon Einschränkungen, wie es aussieht. Nein. Nix ist. Fuck, als ob, nein! Ah, ärgerlich. Das wird eine 1-14, sage ich, wenn ich keine Fehler mehr mache. Schätzungsweise. Jetzt habe ich nämlich nicht mehr so lange gebraucht, um dann nochmal das Power-Up einzusammeln. Also sage ich 1-14, oder ist es noch zu gut gemeint? 13, 14, oh, doch, gerade noch so eine 1-14. Come on! Ich muss es schaffen, ich muss es schaffen. Also ja, ich sage, man verliert ungefähr 4 Sekunden bei einem Crash. Und dann noch eben die Zeit, um vom Gehen zum Rennen zu kommen, ist dann auch nicht mehr so aussagekräftig. Ach, come on. Ich wette, wenn ich dann fertig bin, habe ich irgendwie so 1 Million Rio. Aber dafür muss ich mir immer dann nichts weiter zusammensparen. Weil ich mich erinnern kann, dass man doch deutlich grinden musste in dem Spiel. Und ich mache das jetzt hier gerade nicht zum Grinden, das ist nur ein Nebeneffekt, sondern einfach nur, um diesen scheiß Rekord zu knacken. So, das spannendste Minispiel von allen mit Abstand. Das mit Liegestütze gegen Lee schaffe ich sowieso nicht. Muss ich aber auch nicht, weil es eh keine Achievements oder so gibt. Also wird das auch nicht von mir verlangt. Und sonst kann ich eh meine Finger irgendwie, keine Ahnung, in der Fabrik abgeben. Oder zum Recycling, weil die dann eh nutzlos sind. Weil das so weh tut in den Armen. Okay, Hälfte haben wir. Oh, das war gut. Das war sehr, sehr gut. Wenn ich das jetzt ins Ziel bringe, dann sieht's gut aus. Dann sieht das sehr, sehr gut aus. Meine Freunde, das könnte sein. Nein! Ich hab's verfehlt. Schaffe ich's trotzdem. 1,8! 1,9! Nein! No way! Wie schaffe ich denn die 1,9? Das muss gehen. Es muss gehen. Ich schwöre, es geht. Ich habe nämlich noch diese 50.000 Rio erhalten Meldung noch im Kopf. Es muss möglich sein. Es muss möglich sein. Come on, Sakura. Gib ein bisschen Push. Pump mich mit Chakra voll, dope mich, ist mir egal. Mach auf jeden Fall, dass ich schaffe. Damit Guy auf mich stolz ist, damit Tenten stolz ist. Dann wird Tenten vielleicht doch noch in die heißen Quellen mit mir gehen. Los, hopp. Das muss jetzt was werden. Hopp. Speed. So viel Speed wie möglich. Ich brauche die Reflexe eines Sharingan-Nutzers. Nein. Bin nicht verrückt. Ich glaube, ich habe das überhaupt was bringt, wenn man zwei auf einmal einsammelt, ob man dann dadurch einen Doppelboost kriegt.
Kann ich mir bei mir vorstellen. Sonst würden sie es ja nicht so platzieren. Fuck! Nein! Ich gebe mich damit nicht zufrieden. Ich will wenigstens, ja. Ich hatte jetzt gerade eine 1:10:47. Ich will wenigstens eine 1:10:39 oder so. Wenigstens, ja. Wenn ich die 1:09 schon nicht schaffe, dann zumindest diese 1:10:47. Weil ich gerade ein richtig gutes Gefühl dabei hatte. Und ich dachte, ja, das wird was. Und dann, ja, immer noch 1:10. Und das ist so ärgerlich. Was ist das Geheimnis? Was ist das Geheimnis? Welche übermenschlichen Reflexe muss man haben, um das zu schaffen? Und was bringen diese Power-Ups konkret? Muss ich mehrere hintereinander einsammeln? Muss ich mehrere hintereinander einsammeln? Kriege ich dafür einen besseren Boost? Was passiert, wenn ich von dem gerade eingesammelten noch durchziehe bis zum nächsten? Oder wenn ich schon an der Seite risky gehe und dann den nächsten einsammle? Macht das einen Unterschied? Das macht vielleicht insofern einen Unterschied, dass wenn der nächste Schuh, also das nächste Item, weiter entfernt ist, dass ich dann trotzdem groß Speed habe, um dahin zu kommen, um weiter zu rennen. Aber davon abgesehen, weiß ich nicht. Das Spiel erklärt einem ja auch nicht sowas. Da steht nicht, Tempo-Item dauert 5 Sekunden lang oder 3 Sekunden lang oder so. Steht da ja nicht. Der Weltrekord ist 1:09 oder so. Steht da auch nicht. Du bist da quasi selber drin. Langsamer werden. Ärgerlich. Ärgerlich. Ich bleib jetzt dabei, komm. Ich weiß nicht, inwiefern das noch einen Speed-Unterschied gemacht hätte, hätte ich dann ein Item eingesammelt. Aber ich bleib jetzt dabei. Ich habe jetzt locker über 300.000 Rio habe ich locker zusammen. So, wie viel habe ich? 367.000 Rio. Das reicht definitiv erstmal. Ich gebe nicht auf. Wahrscheinlich vergesse ich es irgendwann, dass ich das noch machen werde, bevor ich das Display eines Tages beende, aber ich gebe nicht auf, Freunde. Ich muss diese 1:09 noch packen. Du machst auch Minispielen, ne? Ja, ja. Nee. Oh, Sarutobis Geist ist noch da. Und du bist noch der, ist immer der Händler da. Hallo? Ah. Ich möchte etwas von mir da gekauft. Dann gib mir das Schweinefutter. So, ab geht's. Zurück zu den heißen Quellen und Shizune das Schweinefutter geben.